Leben. So ein schönes Wort. Auf Italienisch sagt man Vita. Und genau das Wort Vita heißt auf Swahili Krieg. Anitele, anisoma, salut, yamo. Buongiorno a tutti. Rojbash. Wakte shomo bakhair. Kotani, kunjani. Shalom. Assalamu alaikum, marhaban. Wir sind Our Voices. Our Voice. Our Voice. Our Voices. Our Voices Podcast. Hier ist Patricia Bicchi mit einer sehr ernsten Our Voices Episode, die mir ein ganz besonderes Anliegen ist. Heute bringe ich euch auf einen anderen Kontinent. Weit entfernt, aber auch ganz nah am Herzen für mich. Wir fliegen nach Goma, eine sehr wichtige Stadt im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Dort leben ganz gute Freunde von mir, die gerade eine schwierige Zeit erleben müssen. Die meisten sind Kinder, die mir ans Herz gewachsen sind. Daher kam die Idee, euch von ihnen und ihrem Alltag zu erzählen. Es gibt viel Krieg auf der Welt und viele Kinder sind davon betroffen, aus der Ferne oder ganz nah. Und letzten Endes sind wir alle Menschen und Bürger dieser Welt, ob Kinder oder Erwachsene. Zunächst möchte ich euch gerne die Hintergründe erklären, wie es zur Entstehung dieser Episode kam. Im Frühling 2021, während der Corona-Pandemie, habe ich nach Online-Tanzkursen gesucht, da die gesamte Tanzwelt durch die Beschränkungen gelähmt war. Dabei entdeckte ich die Online-Kurse für traditionellen afrikanischer Tanz von Jospin Katendere und seinem Kulturzentrum African Steers. Dadurch entstand der Kontakt zu ihm und den Kindern, die in dem Zentrum leben. Ich entschied mich für seinen Unterricht, nicht nur aufgrund seiner Fähigkeiten als Lehrer und seines breiten Spektrums an Tanzstilen, von Dombolo bis zur Rumba Kongolais, sondern auch um das African Steers Center zu unterstützen, sowie die Kinder dort. Seitdem haben wir gemeinsam viele Projekte und Ideen entwickelt. Dazu gehört ein Online-Englischkurs für die Kinder, der auch Alphabetisierung sowie das Lesen und Schreiben beinhaltet. Mit diesem Projekt haben wir sogar am Afrika-Preis hier in Osnabrück teilgenommen. Zusätzlich haben Jospin und ich mit weiteren Kollegen im Sommer 2023 ein Tanztheaterprojekt in einer Förderschule in Gisenyi, Ruanda, an der Grenze von Kongo, angeboten. Dieses Mal in Präsenz. Was viele Menschen in der westlichen Welt nicht wissen oder nur am Rande mitbekommen haben: Im Kongo herrscht Krieg. Und das inzwischen seit fast 30 Jahren. Es ist ein sehr komplexer Konflikt, der schon viel zu lange unendliches Leid erzeugt und nie richtig gelöst werden konnte. Medial wird dieser Krieg bei uns allerdings kaum beleuchtet. Dabei ist die Lage in Kongo aktuell so brisant wie selten. Denn am 13. Februar dieses Jahres verkündeten Rebellen nach heftigen Auseinandersetzungen mit der staatlichen kongolesischen Armee die Übernahme des strategisch wichtigen Ortes Sake in der östlich gelegenen Provinz Nord-Kivu. Über 100.000 Menschen sind seitdem vor der Gewalt in die nahegelegene Provinzhauptstadt Goma geflohen. Goma beherbergte schon vorher fast 700.000 Binnenvertriebene, die unter schlechten Bedingungen in Flüchtlingscamps rund um die Stadt leben. Mitten im Brennpunkt dieses Konflikts lebt und arbeitet Jospin Katendere. Er leitet dort das African Steers Center, kurz AT Center. Dieses kulturelle Zentrum hat sich zur Aufgabe gemacht, verwaisten Kindern Aufsicht, Alphabetisierung und berufliche Ausbildung zu bieten, um sie von der Straße fernzuhalten. Im Jahr 2019 hat das Haiti Center mit der Arbeit begonnen und kümmert sich aktuell um 16 Kinder im Alter von 8 bis 17 Jahren. Es erhält dafür keine staatliche Unterstützung, sondern finanziert sich nur durch kleine Aktivitäten mit dem Team, wie zum Beispiel Tanzkursen und durch Spenden. Jospin hat mir für diese Episode ein Interview gegeben, in dem er uns seltene Einblicke in den Kriegsalltag gibt. Zunächst aber stellt er sich und seine Tätigkeit in Goma etwas genauer vor. Oui, voilà, bonjour. Hallo, guten Tag. Wir sind jetzt mit dem Kongo, mit Goma und mit Jospin Katendere verbunden. Wir haben uns ja bereits über persönliche Sachen ausgetauscht. Kannst du mir noch ein bisschen mehr über deinen Beruf erzählen? Was genau machst du normalerweise? Was ist deine Arbeit?
Ja, also ich bin humanitärer Künstler und hier bei uns in Goma leite ich ein Kulturzentrum, in dem wir die Straßenkinder aufnehmen und ausbilden. Diese Kinder sind durch den Krieg besonders gefährdet. Es sind zum Teil Waisenkinder oder auch verlassene Kinder. Und wir versuchen sie hier auszubilden und mit ihnen auch schöne und freudige Momente zu erleben, so dass sie die grausamen Momente, die sie erfahren haben, auch mal vergessen können. Um diese schwierigen Momente, die sie erlebt haben, zu verarbeiten, versuchen wir ihnen Kunst und Kultur beizubringen. Wir möchten ihnen Struktur und Bildung in ihrem Leben geben und ihnen dabei auch schöne Momente bieten, sodass sie die Chance auf eine bessere Zukunft haben. Okay. Okay. Danke, danke. Die Straßenkinder, was bedeutet das genau? Kannst du mir das ein bisschen genauer erklären? Ja, die Straßenkinder. Also die Situation hier, die oft in meiner Community und auch in meinem ganzen Land herrscht, vor allem diese Kriegssituation, verursacht in der Tat viele Waisenkinder. Es sind wirklich viele Kinder, die ihre Eltern während des Krieges verlieren. Und viele gehen dann tatsächlich auf die Straße. Sie haben keinen Platz zum Schlafen und sie haben nichts zu essen. Deswegen haben wir als junge Menschen und junge humanitäre Künstler gesagt, nein, wir müssen diese Kinder weg von der Straße bekommen und sie irgendwo hinbringen, wo sie eine Erziehung und Bildung bekommen können und auch um sie zu schützen. Sie sollen eine bessere Zukunft haben und einen positiven Beitrag für die kongolesische Gemeinschaft leisten können. Das sind die kleinen, großen Schritte. Man kann sagen, wunderbaren Schritte, um die Gesellschaft ein bisschen zu ändern. Eine wunderbare Hilfe für diese Kinder. Jospin wird später in der Sendung noch über seinen verzweifelten Kampf berichten, die Kinder in seiner Region zu schützen. Aber um zu verstehen, worum es in diesem Krieg genau geht, möchte ich euch zunächst noch weitere Hintergrundinformationen zum Kongo und zum Kongo-Konflikt geben. Die Demokratische Republik Kongo liegt in Zentralafrika, grenzt an 9 Nachbarländer und ist flächenmäßig fast 7-mal so groß wie Deutschland. Sie hat etwa 100 Millionen Einwohner und verfügt über große Mengen an natürlichen Ressourcen, darunter Mineralien wie Kupfer, Gold, Diamanten, Kobalt, Coltan und Öl. Das macht den Kongo zu einem der rohstoffreichsten Länder der Welt. Vor allem Kobalt und Coltan sind von großer wirtschaftlicher Bedeutung, da sie wichtige Bestandteile in der Herstellung von Computern und Smartphones sind. Trotz der reichen Ressourcen leidet die Bevölkerung aber unter Armut, mangelhafter Infrastruktur und einer anhaltenden Instabilität. Die Geschichte des Kongos ist geprägt von der Kolonialisierung durch europäische Mächte, insbesondere Belgien. Nach der Unabhängigkeit im Jahr 1960 erlebte das Land viele politische Turbulenzen, einschließlich des autoritären Regimes von Mobutu Sese Seko. Seitdem hat das Land eine wechselvolle politische Geschichte mit verschiedenen Regierungen und Konflikten erlebt. Die internen Unruhen, der Zusammenbruch der Mobutu-Regierung und der Einmarsch von Truppen aus Ruanda und Uganda in den Osten des Kongos führten im Jahr 1996 schließlich zum Krieg. Aufgrund der Komplexität dieses Konflikts ist es zwar kaum möglich, alle Akteure und Verstrickungen in dieser Episode zu benennen. Dennoch möchte ich einen Versuch wagen, euch einen groben Überblick über das Geschehen zu geben. Die Invasionen der Truppen aus Ruanda und Uganda im Jahr 1996 wurden zum Teil durch wirtschaftliche Interessen an den reichen Bodenschätzen der Region motiviert. Darüber hinaus wollten die beiden Länder aber auch rebellische Gruppen bekämpfen, die im Osten des Kongos operierten und mutmaßlich eine Bedrohung für ihre eigene Sicherheit darstellten. Die Regierungstruppen des Kongos versuchten, die Kontrolle über das gesamte Staatsgebiet zu behalten bzw. zurückzuerobern und die Autorität der Zentralregierung zu stärken. Sie werden jedoch mit bewaffneten Rebellen konfrontiert, die verschiedene politische, ethnische und wirtschaftliche Motive haben. Im Laufe der Zeit beteiligten sich immer mehr bewaffnete Gruppen an der Konflikt, darunter kongolesische Rebellen, Milizen sowie neben Ruanda und Uganda später auch die Nachbarländer Angola und Simbabwe.
Die Ressourcen des Kongos wurden oft als Kriegsbeute genutzt, um Gelder für Waffenkäufe und militärische Operationen zu beschaffen. Auch die Stabilität in Ländern wie Ruanda, Uganda und Burundi wurden durch den Konflikt beeinflusst, was zu grenzenüberschreitenden Spannungen führte. Eine Gruppe, die in dem Konflikt zeitweise eine große Rolle spielte, war die M23. Der Name leitet sich vom Datum des Friedensabkommens vom 23. März 2009 ab, das die Integration ehemaliger Rebellen in die kongolesische Armee vorsah. Im Jahr 2012 bewaffnete sich die Gruppe und wandte sich gegen die kongolesische Regierung, weil sie sich nicht ausreichend integriert fühlte. Sie behauptete, gegen die Korruption, Diskriminierung und Missmanagement in der Regierung zu kämpfen. Die M23 forderte aber auch mehr Autonomie für die Regionen im Osten des Kongos. Dort kontrollierte sie zeitweise bedeutende Gebiete und war für schwere Menschenrechtsverletzungen wie Zwangsrekrutierungen, Vergewaltigungen und Plünderungen verantwortlich. Die Gruppe wurde beschuldigt, von Ruanda und Uganda unterstützt zu werden, was beide Länder bestritten. Im Jahr 2013 erlebte die M23 ihren militärischen Zusammenbruch. Daraufhin zerstreuten sich die Mitglieder in der gesamten großen Seenregion Afrikas und sind bis heute ein Faktor in der instabilen Situation im Osten des Kongos. Die Auswirkungen dieses Konflikts auf die Bevölkerung sind verheerend. Millionen von Menschen wurden getötet, vertrieben oder sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Zwangsrekrutierungen von Kindersoldaten sowie sexuelle Gewalt und andere Formen von Missbrauch gehören zum Alltag in diesem furchtbaren Krieg. Viele Menschen kämpfen täglich um ihr Überleben und leiden unter der Unsicherheit und Instabilität, die der Konflikt verursacht hat. Internationale Akteure, darunter die Vereinten Nationen und verschiedene westliche Länder, versuchten den Konflikt durch Diplomatie, Friedensverhandlungen und durch das Entsenden von UN-Friedenstruppen zu lösen. Der Kongo-Konflikt blieb aber trotz dieser Bemühungen bestehen und komplex, da die tiefer liegenden Ursachen, darunter Armut und fehlende staatliche Autorität, nicht vollständig angegangen wurden. Außerdem haben viele westliche Mächte und Unternehmen längst nicht nur gute Absichten in Kongo. Manche bieten zwar auch humanitäre Hilfe an, um die leidende Bevölkerung zu lindern. Andere hingegen verfolgen wirtschaftliche und politische Interessen. Vor allem Kinder sind die Leidtragenden in diesem grausamen Krieg. Sie müssen besonders geschützt werden und dafür setzt sich Jospin Katendere mit besonderer Hingabe ein. Über seine Strategie, den Kindern Schutz und Stabilität zu bieten, sowie über den Kriegsalltag in seiner Region, berichtet er jetzt. In welchem Jahr bist du geboren? Welche ist deine Generation sozusagen? Ja, ich bin geboren am 1. August 2000 im Kongo, genau gesagt in Goma. Dort bin ich geboren und aufgewachsen. Okay, das bedeutet, dass du in deinem Leben nur diesen Kriegszustand kennst, oder? Genau. Wenn ich mich nicht irre, sind es jetzt fast 30 Jahre, dass der Krieg im Kongo herrscht. Und noch eine Frage. Wie schafft man es, in einem Land zu leben, in dem permanent Krieg herrscht und wo die Gefahr überall lauert? Wie ist euer Alltag organisiert? Für uns ist das wichtig zu wissen, vor allem weil ihr ja mit den Kindern lebt und die Kinder geschützt werden müssen. Außerdem muss das Leben doch auch irgendwie normal weitergehen, zumindest im Rahmen der Möglichkeiten. Vor allem nachts stelle ich mir das in Kriegszustand besonders schwierig vor. Es ist bestimmt sehr gefährlich und chaotisch. Also aktuell ist das Leben zu Hause und im Allgemeinen aufgrund der Kriegssituation sehr schwierig. Man kann nur versuchen, sich bestmöglich vor den Gefahren zu schützen. Und davon gibt es leider sehr viele. Das kongolesische Volk wurde von Menschen, die uns schaden wollen, infiltriert. Und weil es sie überall gibt, kann man da draußen niemandem trauen. Es sind sehr viele, die auch nachts in die Häuser kommen. Sie plündern und sie töten die Menschen. Vor allem Mütter und Kinder sind Opfer dieser Gewalt.
Und der Schutz dieser Kinder, das ist unsere Aufgabe. Das Leben hier ist zwar für alle sehr gefährlich, aber wir Erwachsenen müssen vor allem die Kinder schützen. Und sie zu schützen heißt nicht, dass auch wir zu den Waffen greifen. Es bringt ja auch nichts, sich mit Messern oder Macheten zu wehren, wenn der Angreifer mit Gewehren kommt. Was wir machen ist, die Türen zu verbarrikadieren und darauf zu achten, dass die Kinder möglichst weit weg von den Türen übernachten. Wir Erwachsenen versuchen zwar nah an den Türen zu sein, aber auch wir achten natürlich darauf, möglichst sicher zu sein und uns so gut es geht zu schützen. Wenn die Zimmer der Kinder zuerst von den Eindringlingen betreten werden, können wir sie nicht mehr schützen. Wir suchen also immer nach guten Lösungen, die Kinder weit weg von der Tür zu halten und wenn etwas ist, schnell eingreifen zu können. Okay. Das sind also eure praktischen und alltäglichen Strategien, sich zu schützen und zu retten. Ich kann mir auch vorstellen, dass ihr nicht viel aus dem Haus gehen und euch entspannt draußen bewegen könnt. Und die wichtigsten Sachen, wie zum Beispiel einkaufen gehen bzw. Lebensmittel besorgen, sind bestimmt nicht so ohne weiteres möglich, sofern man überhaupt Lebensmittel bekommt. Generell kann ich mir vorstellen, dass es in Kriegszustand schwierig ist, Lebensmittel zu bekommen. Ja, und vor allem momentan gibt es Maßnahmen vom zuständigen Militärgouverneur, die unsere Sicherheit erhöhen sollen. Zum Beispiel gibt es eine nächtliche Ausgangssperre und Verkehrsbeschränkungen, die sehr streng sind. Man darf nur von 6 bis 18 Uhr aus dem Haus und danach nicht mehr. Man muss also den Tag gut planen und aufpassen, nicht zu weit weg von zu Hause zu gehen. Die Situation kann sich nämlich jederzeit zuspitzen und gefährlich werden. Außerdem, der Krieg hat eine Wirtschaftskrise ausgelöst. Die wichtigsten Straßen in den Gebieten Masisi und Rutshuru, auf denen Lebensmittel in die Städte transportiert werden, wurden gesperrt. Und weil Lebensmittel nur sehr schwer in die Stadt kommen können, sind sie sehr teuer geworden. So ist es auch für die Händler sehr schwierig geworden, Lebensmittel zum Verkaufen zu bekommen. Das überteuerte Essen führt zur totalen Destabilisierung in der Region. Und man kann nicht einfach mal rausgehen und schauen, wo es etwas einzukaufen gibt, was man braucht und was auch bezahlbar ist. Man verbringt einfach viel Zeit zu Hause, um die Kinder bestmöglich zu schützen. Diese Ausgangssperre bzw. Verkehrsbeschränkungen wurde verhängt, um besser kontrollieren zu können, wer normale Bürger sind und wer Infiltrierte sind. Am besten aber ist, man bleibt die meiste Zeit zu Hause, um sich zu schützen. Es ist also eine Verkettung von Krisen, ein Teufelskreis. Ja, so ist es. Eine letzte Frage. Wie kann die westliche Welt einen Beitrag dazu leisten, die Situation zu lösen? Was wir in erster Linie von Menschen aus der westlichen Welt erwarten, ist, zu thematisieren und in der ganzen Welt zu verbreiten, was hier in unserem Land passiert, was für ein Genozid hier passiert. Stell dir vor, dass nach über 30 Jahren Krieg viele Menschen in der westlichen Welt immer noch nicht wissen, was hier passiert. Die Informationen zum Krieg, der hier im Kongo herrscht, müssen dringend verbreitet werden. Die zweite Sache ist, dass ihr uns, also die kongolesischen Streitkräfte, bitte auch mit Soldaten und Material unterstützt, um die Rebellen zurückzudrängen und dorthin zurückzuschicken, wo sie herkommen. Alles, was wir in Nord-Kivu und in der gesamten Demokratischen Republik Kongo wollen, ist Frieden in unserem Land und Unterstützung von allen Ländern, die dazu in der Lage sind, sodass der Krieg endlich endet. Weil dieser Krieg verursacht wirklich viele schlimme Dinge. Es gibt viele, viele Waisenkinder. Viele Leute verlieren Familienmitglieder. Und wir jungen, leidenschaftlichen Leute haben keine Möglichkeit, uns zu entwickeln und zu entfalten. Es gibt sehr viele Einschränkungen für uns. Außerdem, wir haben so viele Bodenschätze, von denen auch wir endlich profitieren wollen. Wir müssen endlich in der Lage sein, die Bodenschätze nicht nur selbst zu schöpfen, sondern auch selbst zu verarbeiten, sodass auch wir aus Kobalt und Coltan die Produkte herstellen können, die für die Produktion von Telefonen und Computern nötig sind. Dinge, die wir alle benutzen.
Das große Problem ist aber, dass unser Land nicht stabil genug ist, eine geregelte Produktion zu gewährleisten. Wir haben zwar die Leidenschaft und auch die Fähigkeit dazu, dennoch fehlen uns aufgrund des Krieges einfach die Voraussetzungen zu lernen, aus unseren Rohstoffen alles selbst zu produzieren. Wir leben im ständigen Kriegszustand und in ständiger Angst, alles zu verlieren. Man hat zwar Träume, man hat aber immer Angst, alles zu verlieren. Wir leben im Bösen und man hat kaum noch Hoffnung, richtig weiterleben zu können. Wir haben Angst zu sterben. Ich möchte die Botschaft, also das, was hier passiert, in die Welt raustragen, damit die ganze Welt weiß, was hier im Kongo passiert. Denn wenn die Welt das erstmal weiß, dann ist das schon ein erster Schritt Richtung Lösung dieses Konflikts, der schon seit 30 Jahren andauert. Vielen, vielen Dank. Es ist wirklich eine Verkettung von Krisen in diesem Krieg. Mit Sicherheit beraubt der Krieg stark eure Freiheit. Viele Leute sterben und das verursacht viele Waisenkinder, denen man helfen muss. Kinder, die natürlich sehr traumatisiert sind. Außerdem gibt es auch große Probleme mit der Lebensmittelversorgung und so weiter und so weiter. Es ist wirklich schade, diese Destabilisierung und diese Ausbeutung der Ressourcen des Kongos. Und die Ausbeutung führt natürlich zu einer immer weiteren Destabilisierung eures Landes. Und das Paradoxe ist ja, dass nur dank eurer Rohstoffe wir im Westen die Telefone produzieren können, mit denen wir zum Beispiel gerade kommunizieren. Mit den Telefonen, die nur mit Coltan, also dank euch, funktionieren. Das ist doch verrückt. Und das Paradoxe ist auch, dass wir euch dann die Telefone verkaufen, die mit euren Rohstoffen hergestellt wurden. Es gibt auch keine Lösung dafür. Das ist gerade einfach so. Es freut mich aber sehr, dass ihr trotz allem so motiviert seid, in eurem AT Center die Kinder ein Stück weit mit Kunst, Tanz und Musik zu entlasten. Alle Sachen, die ein bisschen die Seele heilen können. Ohne diese künstlerischen Aktivitäten sieht man nur die Verzweiflung und das Drama, das ihr jeden Tag vor Augen habt. Ja, ganz genau. Ein großes Dankeschön. Jospin Katendere von AT Center aus Goma. Vielen Dank, auch im Namen der gesamten Redaktion. Wir versuchen euch wirklich zu unterstützen mit der Verbreitung der Informationen, damit man auch über euch redet. Danke. Ihr seid schließlich auch ein Teil dieser Welt, wie alle anderen Kriege auch, wie alle anderen Bevölkerungen und Generationen auch. Ich möchte gerne noch Danke sagen für die Möglichkeit, mich hier äußern zu können, was in meinem Land passiert. Wir haben nämlich nicht so viele Möglichkeiten, etwas zu tun oder einen Beitrag zur Lösung dieses Konflikts zu leisten, außer eben die Botschaft zu verbreiten, was hier los ist, sodass die Welt weiß, was hier im Kongo passiert und den Genozid zu verurteilen. Vielen Dank an Our Voices, dass ihr mir die Möglichkeit geboten habt, mich hier über den Krieg zu äußern und diesen zu verurteilen. Vielen Dank für diesen kleinen Moment und dass ihr mir angeboten habt, mich hier zu äußern und diese Botschaft in die Welt zu tragen. Wirklich, vielen Dank dafür, was ihr hier gerade macht. Danke auch von mir an euch und uns allen zusammen. Du Kopamoja! Alles zusammen, wie man aus Waili sagt. Schönen Tag noch von meiner Seite und von Our Voices. Our Voices. Aktuell wird die Lage täglich immer brisanter in der Demokratischen Republik Kongo. In diesem wunderschönen Land, das so reich und gleichzeitig so arm ist. Vor allem in und um Goma spitzt sich die Lage immer weiter zu. Hier versucht Jospin jeden Tag aufs Neue, sich und vor allem die Kinder im AT Center vor den Gefahren zu schützen, die der Krieg mit sich bringt. Wer ihm dabei helfen und spenden möchte, kann dies gerne tun. Alle nötigen Informationen dafür findet ihr in der Videobeschreibung auf YouTube, in der Shownotes oder auf unserem Instagram-Account. Auf Instagram könnt ihr euch übrigens auch über das AT Center informieren und die Aktivitäten von Jospin und den Kindern verfolgen. Ich hoffe sehr, dass wir mit dieser Our Voices-Episode einen Beitrag leisten konnten, den Blick und die Aufmerksamkeit auch auf diesen nicht enden wollenden Konflikt zu richten. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Arrivederci e alla prossima volta. Masihlangane kwelizayo. بمینن بخیر و خوشی حتی جار قدیم ام به او امیشن وره خدا نگهدار تا بعد گروشمک ازره خوشجا کن ای لیتراوت
مع السلامة نراكم في المرة القادمة دا побачення до наступного разу.